bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den BMW. Wir haben ja hier keine Ausstattung, wie ihr seht. Da hat hier geschweißt gehabt. Die Ausstattung nennen wir ja auch liebevoll Lost hier. Aber das ist ärgerlich, was mir passiert ist hier. Ne? Das Ding ist einfach mal kaputt gegangen hier. Ich brauche auf jeden Fall ein neues. Boxen brauchen wir. Ich werde den heute so ein bisschen zusammenbauen. Da sind die Sitze, Rücksitz von Kompakt, Teppich und so. Das muss ich heute alles einbauen. Es fehlen auf jeden Fall ein paar Sachen. PDCs habe ich nicht. Das habe ich schon dran gemacht, das sind die Leisten. M-Schwellern sieht das doch wieder geil aus. Aber unten die Klammer fehlen, die brauchen wir auch noch. Hier brauchen wir den Motor, der ist elektrisch. Was viele aber nicht wissen, ich habe noch einen BMW, den ich seit einem Jahr gekauft habe und den ich angeblich für die Werkstatt nutzen wollte. Der Motor war neu, da wurden voll viele Verschleißteile gemacht. Also ich sollte der Wagen eigentlich damals nach Export und dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, gib mir den. Der steht seit einem Jahr darum. Ich weiß, dass er nur ein bisschen Wasser verliert, irgendwo im Wasserschlauch, Kühler, irgendwo verliert der Wasser. Ich habe es nie nachgeschaut. Wo ich den gekauft habe, habe ich eine Probefahrt gemacht und das war's auch. Sonst habe ich den Wagen gar nicht bewegt und ich zeige euch jetzt den. Das ist ein E46 Facelift, ich glaube Baujahr 2004, natürlich ein Top-Zustand, Kratzer inklusive als Ausstattung, überall Kratzer, Rost, Kratzer, aber das Geile ist, wir haben PDCs. Gucken, ob er auch noch angeht. Oh, Otto, so heiß hier drin. Ich habe keine Kilometer damit gefahren. Und seitdem steht das Auto da. 223.000 Motor, Getriebe, einwandfrei. Da wurde ja auch noch alles neu gemacht. Hier funktioniert. Die Boxen sehen gut aus. Ich sehe eigentlich sehr viel hier, was man abbauen kann. Wichtig ist, funktioniert eigentlich PDC hier. Wie er stehen bleibt. Bremsen total fest. Oh! PDC ist live. Wir haben jeden Tag unter 20 Grad und heute haben wir, ich glaube, gefühlte 30 Grad. Der hat einen Kettenschaden gehabt, gemacht. Aber hier sieht man, wo der Wasser verliert. Das ist keine originale Schraube, ne? Ich werde den heute zum ersten Mal auch hochheben. Die Boxen werde ich auf jeden Fall nehmen. Die Mittelkonsole habe ich ja komplett nicht. Die brauchen wir. Unten die Klammern brauchen wir. Die nehme ich. PDC nehmen wir. Sonst brauchen wir nichts. BMW habe ich damals geholt und ich weiß immer noch nicht, was ich damit mache. Ich bin so ein Automessi. Von Autodoc sind noch ein paar Teile hier, die müssen wir auch noch einbauen. Also nach Salzgitter, Hannover und nach Berlin, nach Race City möchte ich damit. Schöne Grüße an alle. Guck den jetzt zum ersten Mal an. Ich weiß gar nicht, was der Verkäufer mir damals verkauft hat hier. Geil, ne? Wegen Wasser hier. Ein bisschen Ölverlust. Oh, Hydrolager sind neu. Ja, die Bremsen vorne hinten tot. Schläuche sind neu. Hier fängt das Ganze an. Teppich wird nass und Teppich ist schon nass. Ich fühle das gerade hier, seht ihr das? Ja, und so fängt das Ganze an zu rosten. BMW-Krankheit. Diese PDCs werde ich jetzt abbauen, mein BMW einbauen und mal gucken, ob die PDCs funktionieren. PDCs abgebaut und hier drunter war so eine Kreuzspinne. Oh mein Gott, ich musste die Leiste komplett abbauen, damit ich den nicht störe. Er hat sich keinen Millimeter bewegt, ne? Ich habe das einfach mal mit Silikonspray hier von Manol sauber gemacht. So sehen die aus und so werden die auch verbaut. Und ich bin echt gespannt, ob der funktioniert. Haben wir ein Problem weniger. Problem abgehakt. Eidosch! Wie läuft der Wagen? Flutscht nicht gut. Ah, so passt der. Ah, jetzt sieht das gut aus. Ja. Ja, hab ich auch. Ist da reingehen. Sieht doch gut aus. Ohne Probleme. Stunde der Wahrheit. Kannst du mal bitte dahin gehen? Einmal nach hinten. Oh! Ey, wir haben jetzt PDCs oder was? Warum funktioniert mein Radio nicht? Ey, PDC und Radio geht nicht an oder was? Was hast du gemacht? Ah, okay. Jetzt weiß ich, worum es nicht geht. Oh, das ist Spaß. Dankeschön. Bitte. PDCs, check. Muss man nochmal sauber machen, aber PDCs sehen super aus. Und was wir jetzt brauchen, diese Klammer habe ich leider nicht da. Ich habe die und jetzt werden wir die ranbauen. Oh.
asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Schweller fest, Schweller abgehackt. Guck mal, ich bin jetzt gerade aufgestanden, ne? Aha. Ab jetzt. Ich nehme mal meinen Sitz. Alter, schmeckt jetzt alles schön sauber. Das kommt jetzt da rein. Und ich zeig euch mal, warum der rostet. Das sieht ihr so schön hier. Hier. Guck mal, ey, du glaubst das nicht. Das Ding ist immer noch nass. Liegt seit 2 Monaten bei mir im Büro. Eilosch! Sieht wie so eine japanische Kämpferin aus. Ich mach nochmal komplett sauber. Man weiß ja nie, wann man nochmal sauber macht hier. Sitze sind eingebaut, aber jetzt kommt das Geilste. Wir haben überhaupt keine Gurte drin. Ne? Da hat der Sackverkäufer mich ja richtig vernatzt hier. Und der war so hibbelig, ne? Ja, jetzt weiß ich auch warum. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Sitze sind drin. Sitze sind schön. Beifahrer ist gut. Fahrerseite sieht man da an der Seite. Bisschen abgenutzt. Aber was erwartet man für 100 Euro? Die Leisten so haben wir eingebaut. Hier noch nicht, weil genau. Ich habe es ja geschafft, das Ding kaputt zu machen. Ja? Also ich weiß nicht, da drüben haben wir einen richtig geilen Klang. Hier gar nicht. Weil ich finde ja jetzt, wie er jetzt schon aussieht, eigentlich voll geil. Ja, finde ich auch. Ich habe gerade die Nebelleuchten dran gemacht. Das Geile ist, ich habe dabei Temperaturfühler kaputt gemacht. Die zeigt ja minus 39 Grad an. Muss ich neu holen. Fahren wir nach Berlin? Ja. Ich komme. Oder Berlin macht uns unsicher. Das Ding ist zu kurz, das passt nicht. Ich brauche unbedingt von E46 kompakt. Wir haben noch ein Problem. Handbremse bleibt immer an. Ändert sich nicht. Das werden wir auch noch tauschen. Und das piept ganze Zeit. Das geht ja gar nicht. So, mal schauen, ob das jetzt auch geht. Voila. So, jetzt geht's weiter mit der Mittelkonsole. Mittelkonsole ist dran. Da kommt natürlich ein M-Schaltknopf rein. Aber ich habe es leider mit 6 Gang bestellt. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja irgendwann 6 Gang. Sitz ausgebaut, Gurtschraffer ausgebaut. Bei mir Gurtschraffer eingebaut, Sitz wieder einbauen. Wer baut sowas aus? Frage ich mich echt. Oh mein Gott. Schön, funktioniert. Airbag-Leuchte ist noch nicht ausgegangen. Mal auslesen, weil es kann ja sein, dass die Sitze ein Problem haben. Sprich, Sitzbelegungsmatte, die gehen ja sehr, sehr oft kaputt. Und wir hatten die Gurtschraffer ja auch raus. Kann sein, dass wir immer noch einen Fehler haben. Möchte ich aber nicht, deswegen werden wir es jetzt auslesen. Ich benutze ja zurzeit Topdon. Ist echt ein gutes Diagnosegerät. Ich benutze das gerade, ich probiere das noch aus. Dazu kommt noch ein Video auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, ob wir Airbag auslesen können und löschen können. Fehler lesen. Gurtstraffer, Beifahrer, Gurtstraffer, Fahrer, Versorgung. Und dann schauen wir mal, ob wir das löschen können. Ich lösche das Ganze. Und bestätigen. Und Airbags auch gelöscht. Ist echt ein geiles Diagnosegerät. Ich freue mich schon, wenn wir das Video noch dazu machen. Das Ding ist einfach nur geil. Airbag, Sitze, Gurtstraffer, Mittelkonsole. Jetzt kommen die Boxen dran. Da haben wir alles abgeladen schon. Sitzheizung funktioniert auf jeden Fall. Popo war warm. Darunter nochmal geklebt, beide Seiten. Ja, ich habe nur die Dinger hier nicht gefunden. Ne, das gibt's doch nicht. Gut, das Ding funktioniert auch. Ich habe einfach das Teil da genommen und zurecht gebastelt. Hat aber geklappt. Das ist schön. Gucken, ob das hier funktioniert oder ob der Wasser verliert. Ja, das hat sich geklärt. Das Ding ist da kaputt. Wo kriege ich denn jetzt ein neues her? Das Ganze habe ich einmal abgedichtet, eine Schraube rein. Wasser ist voll. Hier kommen nochmal Löcher rein für Xenon. Der hat die Vorrichtung da drunter. Das heißt, beim Lackieren werden wir die abschneiden. Und die kommen dann drauf. Das war's auch. Das Ding hier fehlt. So, das haben wir auch reingemacht.